Hallöchen und Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Let's Play Battle, Mega Man Battle Network 5. Wir sind erst mit Fragensmission, aber eigentlich schon ziemlich weit fortgeschritten. Und ich würde mal hier das Breitschwert wieder ansetzen, um praktisch wieder meine Ausgangssituation gegen Blizzard Man gleich zu verbessern. Sofern ich jetzt auch das wieder zu tun vermag. Boah, sogar noch in einer Runde wieder gedacht. Also, Rotemann gehe ich echt ab, aber das Feld kommt mir auch meistens zugute, weil ich dann mit zwei Feldern mit dem Breitschwert treffen kann. So, jetzt haben wir hier erstmal ein bisschen Ruhe. Ja. Der Start in tiefster Winterkälte, Schneeball! Macht mir leider auch ein bisschen Schaden. Aber das sollte schon passen. So, wir wechseln kurz. Und zwar werde ich jetzt mit beiden kämpfen hier. Welche Runde bin ich eigentlich? Phase 6. Wenn ich das schaffe, kriege ich sogar einen richtig geilen Chip. Hätte nicht gedacht, dass ihr es so weit schafft. Wusch! Verschwinde aus dieser Zone, Blizzard Man. Ich werde dich fertig machen. Das geht los, Lan. Mach dich bereit. Auf geht's! Mit Protoman kämpfen? Ja. Das heißt mit, also nicht gegen, sondern mit. Weil Protoman hilft uns jetzt hier. Und ich hoffe, weil der hat 400 TP. Ah, Moment. Den 10er Plus hebe ich mir auf. Oh Mann. Das ist schon mal denkbar schlecht, dass der Anfang, den ich hätte erwischen können. So, Protoman hat auf jeden Fall schon mal getroffen. Mit Roll machen wir einen. Los, sage ich, habe ich glaube ich gesagt. Roll. Ah, okay. Ich lasse mich auch gerade wirklich von allen treffen, was er macht. Auch nicht gerade gut. Oh. Okay. Das lief nicht so gut. Wusch, das war knapp. So einfach wird es nicht. Ich glaube, der heilt sich jetzt hoch. Ja, das war voll. Ah, oh, das zieht beide so viel ab. Okay. Nachdem ich das sowieso gesagt habe, ich mache das nicht in den Runden, gehe ich mich mal kurz hochheilen mit den beiden. Dann machen wir nochmal eine Runde passen, das ist mir jetzt egal. Ich krieg noch auf und Zenny dafür. So, dann machen wir dich danach einzeln. Das mit Protoman an. Hätte ich davor auch machen sollen. Das wäre besser gewesen, weil Protoman hat nicht so viel Schaden gedrückt. Okay, das war jetzt ein bisschen predicted, aber es hat funktioniert. Ah, verdammt, okay. Extra Schwert plus Boosts. Boah, ist das mies, wie oft das... Egal. Mega Man sollte das jetzt eigentlich reißen können. Ich hoffe stark. Aber ich brauche eigentlich bloß mal Roll und dann noch ein paar gute Treffer. Ja, so einfach klingt das jetzt, ne? Okay, ich weiß, wie ich das mache. Okay, das hat episch verkackt schon mal. Ich schränke ihn schon mal ein bisschen ein. Ah gut, und wenn der jetzt trifft, dann war's das. Der ist sehr effektiv. Das kann ich nicht glauben, ich bin kein Verlierer. Nein! Weg. Umgebracht. Ja, Befreiung gelungen.
Ziel 7 Phasen, effektiv 9 Phasen. Schade, das war wohl nichts. Hier hast du ein paar Zennies. 1000 immerhin. Habe ich ein paar coole Battleships bekommen? Befreiung. Abgeschlossen. Die SCDC-Zone ist sicher. Yep, und jetzt sehen wir, das ist ja wieder alles normal. Aber wir müssen weiter wachsam sein. Das war ein Teil. Das war nur ein Teil des von den Nebula belagerten Netz. Es wird noch viele Kämpfe geben. Sicher, es ist doch nicht vorbei. Ich melde mich, sobald die nächste Mission ansteht. Ciao, Mann, war nett mit dir. Loggen wir aus, Len. In Ordnung, gute Arbeit, Mega Man. Das war die erste und solche Befragungsmission, die wir öfter haben. Sie haben also die Offizierhunde losgelassen. Sie wissen nichts. Die Netbelagerung ist bloß ein Teil des großen Plans. Ja, versucht nur uns aufzuhalten. Diese Stimme ist tatsächlich ziemlich anstrengend. Mag man gar nicht glauben. Meister Regal, die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Sehr gut, ich komme gleich. Entschuldige mich. Alles läuft perfekt nach Plan. Das finde ich aber nicht nett hier. Ich könnte also spontan noch ein bisschen streamen. Na egal. Das Netz ist bereits einige Tage in der Hand der Nebula. Es repräsentiert in diesem Zeitalter die Cybergesellschaft. Deshalb stellt seine Belagerung eine echte Bedrohung dar. Zuerst wurden unsere PTs gestohlen, ein paar Tage später wurde das Netz besetzt, die Schule geschlossen. Ja, vollkommen tote Hose hier. Ich fasse es nicht. Das ist nichts, was ich nichts für Roll tun kann. Wenn ich darüber nachdenke, desto mulmiger wird mir. Ob es Roll wohl gut geht? Arme Mail. Das wird schon Mail. Gutsman ist bei ihr. Er wird Roll beschützen. Richtig, und Clyde auch. Ist auch bei ihr. Ja, ihr habt sicher recht. Wie wär's, wenn wir uns in das Unternehmen, um uns abzulenken? Ja, das klingt wirklich gut. Da ich aber nur mein Sub-PT dabei habe, lasst uns lieber außerhalb der Cyberwelt bleiben. Gute Idee. Gehen wir doch im Meer schwimmen. Ich kenne da eine verlassene Insel. Wir könnten ein bisschen auf den Putz hauen. Na, wie wär's, Mail? Ja. Du kommst da auch mit, Len, oder? Wir brauchen dich und Mega Man, für alle Fälle. Na klar, kein Thema. Super, da sind wir uns sehr einig. Also nicht viel weg hier, auf geht's. Was? Wir gehen jetzt? Sofort? Allerdings. Hier in der Stadt können wir sowieso nichts tun. Naja, stimmt auch wieder. Okay, Leute, geht nach Hause und macht euch fertig. Wir treffen uns dann vor dem Bahnhof. Beeilt euch. Ich glaube, ich war vorhin nochmal in die SCDC-Zone 3 vorbeischauen. Ja, das geht bei mir turboschnell! Ja. Die Musik ist so catchy. Na gut, ich gehe dann auch mal. Mail! Lass den Kopf nicht hängen, okay? Ja, in Ordnung. Ja, ich zock sich auch in Kleider und Dex und Gutsman. Aber sie lassen sich trotzdem nicht die Laune verderben. Ich werde mich etwas mehr zusammenreißen. Okay, Len? Ja. Aber jetzt mach dich besser fertig, sonst wird Jai noch sauer. Ja, auch wahr. Bis gleich. Okay. Oh. Das sind schwere Zeiten für uns alle. Sie haben ihre PTs verloren und ich sorge mich um Dad. Mega Man, wir müssen die Nebula kriegen. Und Dad retten und die PTs der anderen zurückbekommen. Das werden wir lernen. Galoppon! Kein Telefon lernen. Ich gehe schon ran. Ich bin's. Gut gelaufen, die letzte Befragungsmission. Was gibt's dort? Eine neue Mission? Nein, es geht um etwas anderes. Wie meinst du das? Nicht dein Telefon. Komm so schnell wie möglich ins Sci-Lab. Gut, verstanden. Zur Kontrollstation, richtig? Korrekt. Und beeil dich bitte. Huch, aufgelegt. Puh, zugeknöpft wie immer der Kerl. So ist der nun mal. Ich mach dir darüber keine Gedanken. Komm schon, gehen wir, sonst kommen wir noch zu spät. Okay, auf geht's, Mega Man. Ja! Du hast Mail, Len? Ach stimmt, ich hatte vorher noch Mail bekommen. Die lese ich noch schnell. Vorsicht. Eine kriminelle Gruppe, die sogenannten Nebula, haben eine Invasion des Netz gestartet. Deshalb wurden die Sicherheitsmaßnahmen weltweit verschärft. In Endstadt herrscht die absolute höchste Sicherheitsstufe. Denn Endstadt ist das Zentrum des Netz. Wird seine eigene Sicherheit gemieden werden. Okay, Dark Chips. Ich erzähle dir mal was über Dark Chips. Dark Chips können dein Navi sehr stark machen. Aber sie vermindern auch die maximalen TP dauerhaft.
Wenn du ständig DK-Chips einsetzt, werden sie langsam deinen Körper und dein Herz vergiften. Schließlich wirst du vom DK-Herz kontrolliert werden. Und wenn niemanden triffst, der diese Chips verkauft, ignoriere ihn. Du darfst niemals die dunkle Chips kaufen. Ja, niemals. Ich werde sie benutzen, aber erst zu einem bestimmten Zeitpunkt. Denn ich glaube, dieser alte Sack hier. Battles können ein Kinderspiel sein. Mit diesem Chip, was du nur 500 Sandy kostet, klingt suspekt. Ach komm schon, das ist ein toller Chip. Mit einem winzigen Nebeneffekt. Nein, kein Grund zur Aufregung. Im Grunde ist es gar nichts. Ein günstiger Preis für mehr Power. Ja. Danke, Kumpel. Hey, Dark Sword Set. Vielleicht will ich das Geld. Ach nichts, ich habe nur so vor mich hingebrabbelt. Genau, das ist der erste Dark Chip. Und ich wollte das Verzeichnis rumstellen. Das ist der, aber den werde ich noch nicht einsetzen, wie aus den eben genannten Nebeneffekten. Oder wegen den eben genannten Nebeneffekten. Den packe ich jetzt wieder raus. Tornado. Ich nehme mal eine 10er Heilung raus. Bei 200 TP finde ich 10er Heilungen einfach unnötig. Irgendwann wird es mir vielleicht den Arsch retten, aber mein Gott, ich schaffe das auch so. Erstmal da rein. Genau, Dark Chips, ich hab mal gewusst, wo alle sind. Da bist du ja. Was ist denn los, dass du mich so überraschend rufst? Nur die Ruhe, ich erklär's dir. Weißt du noch, wie ich mit deinem PET geborgt habe, Len? Ja. Da habe ich ein neues Systemprogramm installiert und ein paar net PET-Daten gesammelt. Keine Sorge, ich habe keine persönlichen Daten von deinem PET geholt. Nur deine Adresse, deine Penisgröße. Was? Ich wollte nur einige Einstellungen deines PET stecken. Einstellungen? Ja, PTs zeichnen die Handlungen und Gewohnheiten ihrer Operatoren auf. Üblicherweise werden Programme problemlos installiert. Dieses neue Systemprogramm wird noch erprobt und musste an deinen PT angepasst werden. Okay. Jetzt mein PT hat jetzt ein paar neue Funktionen. Was macht diese Spracheinstellung hier? Hey, was geht denn so? Was genau kann es jetzt, was es vorher nicht konnte? Ich glaube, die Anzeige ist einfach schneller. Gib mir dein PT doch mal kurz rüber, Len. Sicher. Ländebereich PET! Oder so ähnlich. Und nicht zu vergessen, auf epische Art und Weise. Danke. Sende Datei. Sende Übertragedaten. Starte Systeminstallation. Gleich. Da hast du es wieder. Len, PET wurde zurückgegeben. Ah, glaubst du das immer, diese scheiß Installation, ey? Gab's die Kunde immer? Mega Man? Wo ist denn du Krattler? Was soll das? Alles wie immer. Natürlich, sieht es unverändert aus. Das neue System arbeitet nur bei der Virenvernichtung. Es gibt auch ein Übungsprogramm. Schau es dir an, dann verstehst du es. Okay, mal sehen. Start Übungsprogramm. Neues System. Was ist das? Überrascht, oder? Oh, hier ist was Neues für dich. Das Party Battle System. Party Battle System? Das Party Battle System ermöglicht es dir, mehrere Navis in einen PT zu laden. Dann ist Protoman in dieser Einheit? Eigentlich nicht. Das einzige, was ich auf dem PT installiert, sind Protomans Bilddaten. Also eine Kopie seiner Daten. Diese Kopie dient nur für den Kampf. Aber die Angriffsstärke ist mit der des echten Protomans identisch. Je nachdem, wie gut man mit dieser Kopie umgehen kann, stimmt, der echte Protoman hat 200 TP, der hat 100. Voll gleich. Gehen kann, Chip also mehr leisten als der echte Protoman. Wenn du gut genug damit umgehen kannst. Aber weiter. Gesteuert wird das System über den PET-Bildschirm. Wählbare Navis erscheinen während des Kampfes hier. Oben werden die TP des Navis angezeigt. Yay, 100! Natürlich können Navis ohne TP nicht benutzt werden. Als nächstes wird unten der Pasta-Angriff angegeben. Das ist die Angriffsstärke des Navi-Spezialchips. Ja, das ist eigentlich alle Schwäche beim Normalen. Und was ist hiermit? Dieser Platz ist für weitere Navi-Bilddaten gedacht. Grundsätzlich kannst du mit diesem System insgesamt 3 Navi speichern, inklusive Mega Man. Das bedeutet, hat auf einen Schlag die dreifache Stärke? Leider ist es nicht ganz so einfach. Sieh hier. Jedes Mal, wenn du Navis wechselst, werden diese Platzhalter gefüllt. Sind sie alle aufgefüllt, kannst du keine weiteren Navis im Kampf einwechseln. Deshalb, verstehe. Du musst also gut überlegen, was der beste Zeitpunkt für einen Navi-Wechsel gekommen ist, richtig? Exakt. Und jetzt nur noch kurz ein Wort zum System für den Navi-Wechsel. Höre einfach im unteren Bildschirm den gewünschten Navi. Cool, oder? Ja, echt geil, ey! Ja, da ist es? Ja, mehr musst du nicht beachten. Du kannst in der Anzeige für die Chip-Auswahl oder mitten in einem Kampf wechseln. Wow, so genug gelang geredet. Nun musst du noch einen Kampf ausprobieren. Bist du bereit?
Oh ja, und wie bereit? Okay, dann los. Übungsprogramm ausführen. Okay, ich werde eh genug Chips auswählen. An sich war das relativ einfach. Da kommt das einfach als Brot um ein Spiel. Das Party-Battle-System. Echt cool! Freut mich, dass es dir gefällt. Machst du Witze? Damit sind die Nebula ein Klacks? Stimmt doch, Mega Man. Ja. Und Protoman wird uns auch eine große Hilfe sein. Danke, Chop. Bedanke dich bei den Labortechnikern, die das System so fix entwickelt haben. Sie haben es Tag und Nacht getestet. Die Leute vom Psylab haben ihr ganzes Können in das System gesteckt, damit du die Nebula besiegen und deinen Dad retten kannst. Vergiss das nicht. Ja, ist ja nicht ihr Arbeitskollege oder so. Für meinen Dad. Okay. Ich werde das System nutzen, um meinen Dad zu retten. Vergiss nicht, wie du dich gerade fühlst. Ein paar Dinge musst du allerdings beachten lernen. Erstens, du kannst nur Bilddaten von zwei Nerd-Navis in deinem PET anlegen und nicht mehrere Kopien desselben Navis speichern. Wie? Was ist los? Du kannst im Grunde keine zwei Protoman-Bilder gleichzeitig auf deinem PET speichern. Korrekt. Und genau deshalb kannst du auch keine Megaman-Bilddaten anlegen. Weil es dann zwei Megaman-Navis auf deinem PT gäbe. Und zweitens, einige Bereiche sind code-gesichert, damit du das Party-Battle-System nicht nutzen kannst. Elektrische Ladungen können diese Funktion übrigens beeinträchtigen. Das System wurde zwar getestet, es ist aber noch lange nicht perfekt. In Befragungszonen kann es also nicht benutzt werden. Mann, das habe ich ja sogar nicht, das hab ja sogar ich kapiert. Egal, weiter geht's mit der Einführung. Du musst verstehen, dass Bilddaten bloß ein Bild darstellen. In der Cyberwelt scheinen dir die Navis zu folgen, aber sie sind nicht wirklich da. Du kannst nicht mit ihnen sprechen oder direkt mit ihnen interagieren. Sind lediglich Bildhüllen. Sollten diese Hüllen unnötig sein, werden sie automatisch abgeschaltet. Ich weiß, das klingt kompliziert, aber merkt ihr einfach, aus seinen Kämpfen sind es einfach Bilder von Cybergeistern. Das war schon alles. Verstanden? Verstanden, ich will es in einem echten Kampf testen. Wenn das so ist, habe ich eine Aufgabe für dich. Befreie die ACG-Sitzung aus den Clown und Nebula. So können die Navis kommen und gehen, wie sie wollen. Haltet in der ACG-Sitzung auch schon nach Nebula gehen. Eine Erkundung, wie? In Ordnung. In den Außenbezirken LC-Zone 3 wird gerade versucht, das Netzwerk zu reaktivieren. Finde heraus, wie es vorangeht und erstatte Bericht. Rede mit dem Programm, das die Arbeiten durchführt. Es wird dir sagen, wie weit die Reaktivierung fortgeschritten ist. Gut, kein Problem, ich bin bereit. Ich zähle auf dich. Okay, Mega Man, ab geht's in die LC-Zone. Alles klar. Wow, wir unten gleich so voller Elan. Yes! So, aber ich würde mal sagen, das Ganze, das war jetzt viel Text, viel Dialog, das haben wir aber, ich glaube, immer, wenn wir irgendwas Neues kriegen. Und wir kriegen ja ein paar neue, geile Sachen. Du hast Mail lernen. Ist wahrscheinlich jetzt von Chart, oder? Mod. Ja. Ach genau, das hat es auch erklärt, hat in der Mail. Ich kann hier rübergehen und dann auf Anpassen und kann den praktisch noch ein bisschen verbessern. Ich kann ihm mehr Angriff, mehr TP und Hilfe geben. Das ist A schon mal stärker. B, er hilft mir jede Runde. Was ziemlich gut ist. Also er spawnt jede Runde mal kurz rein und macht eine Schwertige auf den Gegner. Kann man immer gebrauchen. Und halt mehr Angriff, mehr TP. Also ein bisschen stärker. Aber ich muss sagen, das war's mal mit Mega Man Battle Network 5 für heute. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dann und ciao.